Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod Test Landwirtschaftssimulator 2013. Heute teste ich für euch den Ferrari und der steht vor mir und den werden wir uns jetzt mal von außen anschauen. Ja, wie man schön sehen kann, der Ferrari wurde rot lackiert. Das ist ja eigentlich die Kultfarbe. Dann hier finden wir das Logo der Marke Ferrari, aber es ist nur die Umrundung und es wurde gelb ausgemalt, aber es ist kein Pferd drin zu finden. Das ist leider schade, aber ich kann es nicht ändern. Schauen wir uns mal die Räder an. Also die Räder an sich sehen sehr realistisch aus, die Felgen sehen auch sportlich aus und wenn man durchguckt, kann man auch die Bremsen sehen, beziehungsweise die Bremsscheibe. Ja, hinten dasselbe, ganz klar. Dann schauen wir uns ihn doch mal von vorne an. Hier vorne finden wir ja das Pferd. Und die Lichter und Blinker vorne und hinten werden wir später überprüfen, ob sie auch funktionieren. Dann hier dasselbe, hier auch wieder dieses Logo zu finden. Die Spiegel sind leider wieder nur gräulich, wie ich jetzt von außen sehen kann. Dann hier der Tankdeckel. Von hinten sieht er natürlich auch sehr sportlich aus mit seinen vier Auspüffen und hinten wieder das Pferd drauf zu sehen. Dann hier hinten steht Ferrari drauf. Und die Lichter hier hinten, ganz kult und sehen auch sehr realistisch aus, muss man wirklich sagen. Aber bevor wir groß rumreden, springen wir rein und ja. Der Sound wurde vom Bugatti übernommen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, also ob ihr den Mod kennt, aber den habe ich auf jeden Fall auch schon mal getestet. Da müsstet ihr mal in meinem Kanal etwas rumschauen und da findet ihr dann den Bugatti und der denselben Sound. Ja, switchen wir mal in die Innenansicht und ja, wenn ich jetzt die Maus nach links bewege, geht er nach rechts, schaut er nach rechts und wenn ich nach rechts bewege, dann schaut er nach links. Das ist blöd und könnte man vielleicht ändern, weil da kommt man leicht durcheinander. Dann alle Spiegel innen und außen sind leider so leicht bläulich, aber man kann auf jeden Fall nicht sehen, was passiert. Und die Texturen im Inneren, man denkt, die wurden aus einem Holz geschnitzt. So sehen die aus, weil die ergeben keine runden Kanten, sondern das sind mehr so Ecken drin. Also das sieht man bei genauerem Hinsehen. Ja, sonst sind die Armaturen auch bloß so gelblich gehalten, so hautfarbenmäßig. Dann der Tacho ist leider nur gelb. Das Lenkrad passt eigentlich, es bewegt sich auch dorthin. Oder es bewegt sich entsprechend mit, wenn ich jetzt nach links lenke, beziehungsweise nach rechts lenke, bewegt sich es mit. Ja, IC kann man logischerweise nicht anschalten, aber es gibt eine Sonderfunktion und zwar kann man mit den Tasten 4, 5 und 6 die linke Tür öffnen. Dann mit der Taste 6 kann man die rechte Tür öffnen. Mit der Taste 5 können wir den Kofferraum öffnen und natürlich können wir das Ganze auch wieder mit den Tasten schließen. Bevor wir die Fahreigenschaften überprüfen, schauen wir mal, ob das Licht vorne funktioniert. Das klappt alles. Rückfahrlicht hat es auch. Wunderbar, besser geht's gar nicht. Und als nächstes prüfen wir mal die Fahreigenschaften. Also Anfahrgeschwindigkeit ist eigentlich in Ordnung. Dann schauen wir mal, wie die Höchstgeschwindigkeit aussieht und was die Höchstgeschwindigkeit beträgt. Also was ich hier etwas besser gemacht finde, der Bugatti beschleunigte sehr schnell. Aber dieser Ferrari hier beschleunigt jetzt nicht ganz so schnell und ja, er lässt sich auch wesentlich besser lenken, muss man sagen, aber die Bremsweite ist sehr lang, also wenn man irgendwie schnell stehen will, stehen bleiben will, dann ist es fast unmöglich. Aber sonst passt eigentlich auch alles, macht Spaß. Dann gucken wir mal, ob er einen Blinker hat.
Blinker funktioniert wunderbar. Rechts und links funktioniert alles. Das gefällt mir sehr. Dann, wie schon gesagt, Rückfahrlicht ist vorhanden. Dann das Licht vorne funktioniert auch perfekt. Ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop und reden nicht lange rum. Jo. Im Shop kostet der Ferrari California 249.867 Euro. Ich kenne mich mit Autos nur halbwegs aus und weiß nicht, ob dieser Preis realistisch klingt. Ich sage jetzt einfach mal ja, er ist im Spiel erschwinglich. Und ich finde diesen Mod eigentlich auch sehr cool, wenn man ja im Spiel irgendwie auch mal das Leben etwas simulieren will und einen Ferrari sich gekauft hat, dass man dann ein wenig in der Stadt rumfährt, die Eier abgibt und so weiter. Ja, im Infokasten steht leider nichts. In der Beschreibung ist auch nichts vorhanden, was den normalen Spieler interessieren würde. Ein Bild wurde eingefügt, aber das passende Logo, also Ferrari, ist jetzt nicht vorhanden. Das könnte man vielleicht noch einfügen, damit das gepflegt aussieht. Aber sonst passt eigentlich alles. Ja, was soll man sagen? Der Mod passt eigentlich. Sieht, ja, sehr realistisch aus. Die Texturen im Inneren könnte man vielleicht noch etwas verbessern. Aber sonst passt eigentlich alles. Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Er ist etwas besser als der Bugatti. Und natürlich werde ich diesen Mod wieder in der Beschreibung verlinken. Und verabschiede mich mal wieder von euch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Und sagt dann mal wieder Tschüss, Leute.